Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Ente, die Zementente, und wir spielen Gunpoint. Wir beschäftigen uns weiter mit dem Polizeichef, denn der hat mittlerweile einen Verdächtigen für den Selena Delgado-Mordfall. Und ich soll in sein Apartment einbrechen und herausfinden, ob ich ein Beweisstück finden kann, der das bestätigt. Ich glaube, ich hab was. Was? Der Todesbericht, den du uns wiederholt hast, bewies, dass Selena mehrfach, also nochmal erschossen wurde, auf kurze Reichweite, mit derselben Waffe, direkt nachdem sie auf dem Boden aufgeschlagen war. Das lässt vermuten, dass der Mörder sich aus dem Fenster des dritten Stocks geworfen hat, nur um sicherzustellen, dass sie tot war. Entweder kann man sagen, ich stimme zu, man kann sagen, sein Enthusiasmus ist nicht so wirklich sein Fehler. Oder manche Leute, die sich aus dem Fenster eines dritten Stocks werfen, sind nicht alles irgendwie böse Leute. Weil wir das doch hin und wieder ja auch selber machen. Ich glaube, wir machen mal das hier. Das bedeutet, er hatte Tech, also Ausrüstung. Ich vermute einen Dropshot-Mantel, was auch immer ein Dropshot-Mantel ist. Aber wer weiß, was noch. Ich habe einige Lieferungen von TX Fabrications nachverfolgt, die dieses Zeug herstellen. Und es gab uns eine Adresse direkt direkt auf der anderen Straßenseite des Verbrechens. Oh, echt? Wenn du es auschecken willst, such nach allen Beweisen, was für eine Art Ausrüstung dieser Typ haben könnte und alles andere, was auch noch verdächtig ist. Bist du dafür zu haben? Immer oder ich muss jetzt gerade gehen? Immer natürlich. Eventuell. Ja, wir brechen jetzt in unser eigenes Apartment ein. Bin ich? Ach, hier unten. Ah, guck mal, nein, wir brechen nicht in unser eigenes Apartment ein. Das war nämlich links. Wir müssen aber hier nach rechts. Warum ist das hier irgendwie relevant für uns? Wir müssen hier irgendwo rein. Theoretisch, also weil er die ganze Zeit dieses Fenster im Blick hat. Wir können ja theoretisch auch das Fenster hier nehmen, oder? Und dann ist doch die ganze Kiste schon gegessen. Das Fenster ist ja sowieso kaputt. Oh. Okay. Müssen wir ein bisschen aufpassen, wo wir uns da wie erwischen lassen. Okay, wir müssen eventuell irgendwie diese Tür zukriegen. Ach, wir kommen ja hier gar nicht vorbei. Wir können ja auch nicht nach links irgendwie laufen, ne? Nee. Rechts haben wir auch keine Chance. Wir können hier eigentlich gar nichts machen. Ach doch, Moment. Das machen wir so, indem wir das hier so verbinden und das hier so. Achso, Moment. Dann machen wir natürlich trotzdem das Licht nochmal aus. Lichter aus. Was hat es da oben mit auf sich? Ah, da oben haben wir noch einen Alarm, den wir... Das ist auch eine neue Sache. Da haben wir einen Alarm, der ausgelöst wird und dann kommt eine Guard hin und geht da weg. Aber jetzt sehen sie nicht mehr so viel, jetzt müsste es doch eigentlich schon reichen, oder? Der Typ in dem mittleren Stock sieht mich sowieso nicht. Okay, aber fast. Ah.
Beruhigt euch doch mal wieder. Das ist echt schwierig mit den Jungs da. Der hört ja jetzt auch gar nicht mehr auf zu gucken. Arr. Die einzige Möglichkeit da reinzukommen ist dieses oder dieses Fenster. Am besten ja eigentlich dieses. Ja, toll, jetzt läuft da keiner mehr durch, weil der Typ sich nicht mehr bewegt. Beruhigt er sich irgendwann wieder? Ich glaube, wir haben es verkackt. Dadurch, dass der sich nicht mehr bewegt, haben wir es verkackt. Restart Mission. Nein, ich will... das nochmal machen. Das war auch ein Fenster. Jetzt bin ich aber überlegen, was er macht, wenn er den Alarm ausschaltet. Bleibt er da oben stehen? Na super. Ah ne, er bewegt sich wieder. Hep. Ah ne, das hier ist das. Das hier ist das Rook Building. Super. Sieht der mich von da? Warum wird mir dieses Zimmer mit angezeigt? Das checke ich noch nicht so ganz. Schauen wir uns erstmal hier unten weiter um. Ja gut, alles unnötig. Ist hier irgendwo ein Laptop zum Hacken? Ich sehe keinen. Gut. Nun C. Wir haben auch irgendwo einen Laptop übersehen. Das müssen wir nochmal gucken, ob wir den nicht finden können. Irgendwas gefunden? Ja, entweder können wir sagen, nein, der Ort war sauber, der hat nur einen großen, guten Geschmack. Eine Verpackung für Bull, für diese Hosen, die wir kaufen, diese Bullfrog-Hosen. Das ist interessant, das beweist, dass er ein Agent ist. Aber, um ehrlich zu sein, ist das ein ziemliches Anfänger-Kit. Ein Pro wie wir. Würde nicht einfach so ein Sprungbein-Gadget ausprobieren. Ich werde weiter nachforschen und werde mich wieder bei dir melden. Ja, sorry, die Mission müssen wir nochmal angucken, weil ich mit dem C nicht zufrieden bin, das würde ich nehmen. Ich will aber wissen, wo ich den Laptop übersehen habe. Das ist viel entscheidender. Da oben!
Ey, wie hat er das Licht da oben wieder angekriegt? Achso. Okay, bevor wir da was machen. Von Selena Delgado an Mark Jackson. Persönliche E-Mails. Melanie weiß, dass du gestern hier warst. Hoffentlich denkt sie, dass es nur geschäftlich ist, aber ich hasse es, ihr das antun zu müssen. Ich glaube nicht, dass sie irgendetwas weiß, aber ich wüsste es an ihrer Stelle auch nicht. Sie ist aber ungefähr 8-mal klüger als ich. Worüber auch immer du heute Nacht reden wolltest, ich hoffe, es hat damit zu tun, dass du endlich mal Eier in der Hose hast und mit ihr und es ihr erzählst. Okay. Okay. Da geht es offensichtlich um sowas wie eine Affäre. Ach, das habe ich jetzt nicht mitgenommen. Ah. Ich frage mich, warum dieses Zimmer beleuchtet ist, aber okay. Diesmal ist es auch ein A+ und wir haben den Laptop gefunden. Okay. Interessant. Auch diese Backstory finde ich ja gar nicht so unspannend. Da gibt es ja so viele Verwirrungen und Verworrungen, da weiß man ja gar nicht mehr, wer wie und mit wem. Ist ja so ein bisschen wie in ach, guck mal. Die müssen wir nicht nur mit Upgrades freischalten, dann auch noch kaufen. Naja gut, ist ja wie in einer schlechten Soap-Opera hier. Hier sind auch noch 2 Slots offen. Naja. Okay, die nächste Mission von Mayfield schauen wir uns, denke ich, in der nächsten Folge an. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und sag ciao, ciao.